Initialisiere Avatar. Oh, eine andere. Oh, ich habe nicht so viel Frauenstimmen. Ich habe mehr Männerstimmen als Frauenstimmen. Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. Willkommen. So Wissenschaftler und alte Menschen sprechen für mich immer so. Hm, ein Problem mit der Sprachsynchronisation? Hm. Offensichtlich, irgendetwas musste ja schief gehen. Aber du verstehst mich, korrekt? Mhm. Gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. In Ordnung, lass uns klein anfangen. Ich glaube, ich weiß, warum sie nichts sagt, aber ich spoiler mal nichts. Erinnerst du dich an VRPS? Oder an VRPs? Hm? Virtual Ricochet Projectiles? Wow. Ne? Bälle? Mhm. Gut, du scheinst dich zu erinnern. Carla? Wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. VAP sind dein wichtigstes Werkzeug und zugleich eine Waffe. Sie sind quasi wie Bälle. Deine Aufgabe besteht nun darin, alle Roboter mit VRPs zu treffen. Dann schieß mal los. Oder eher, wirf! Ich muss mal kurz immer so machen, damit ich meine Taskleiste loswerde. Ah, links drücken, um zu zielen, links loslassen, um zu werfen, okay. Aha, okay. Bam! 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 Oh. Ich bin gerade echt gefailt. Wow. Gut gemacht. Da freut sie sich. Lass uns die Übung wiederholen, nur um sicher zu gehen. Nun aus größerer Distanz. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Eine Anmerkung zu VRPs. Sie werden nicht von der Schwerkraft beeinflusst. Das bedeutet, egal wie weit du wirfst, die VRPs werden nicht auf den Boden fallen. Bewege den Zeiger beim Zielen zum Bildschirmrand, um dein Blickfeld zu erweitern. Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber funktioniert. Das mit dem Zeiger beim Zielen zum Bildschirm... Achso, beim Zielen zum Bildschirmrand. Ah, okay. Ja, lesen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Okay, das ist cool. Oh, dieses Blurry, das macht mich so ein bisschen wuschig, aber es geht. So, okay, einer geht noch. Bam! Achso, der fehlt noch, okay. Och, komm schon. Sehr gut. Als nächstes aktivieren wir den Charge Mode. Charge Mode aktiviert. Durch längeres Zielen kannst du Bälle aufladen. Lass es uns sofort testen. Ah, cool. Der Charge Mode erlaubt es dir, größere VRPs zu werfen. Aufgeladene VRPs prallen zudem von Wänden ab. Daher auch der Name. Durch aufgeladene VRPs kannst du das Ziel mit dem roten Kreis treffen. Kein Problem, oder? Ja. Achso, und das sind Blocker quasi. Ja. Ah, ja. Okay. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, Leute. Aber ich habe das Gefühl, dass... Ah. Okay. Ich wäre mir nicht sicher, ob die Linie hier oben auch durchgehen muss. Gut, genug geübt. Jetzt sollst du wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Carla, wir sind ja fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. Sehr schön. Hallo, Liebes. Willkommen in unserem gemütlichen Frachtraum. Ich bin Carla. Schön, dich kennenzulernen. Bist wohl schüchtern, was? Es gibt Probleme mit ihrer Sprachsynchronisation. Sie kann uns aber verstehen. Echt jetzt? Können wir das beheben?
Das weiß ich noch nicht. Ich werde mir das aber noch anschauen. Egal. Ich bin sicher, wir verstehen uns auch so irgendwie. Wortlose Kommunikation und so. Genau so. Aber ich würde schon gern deinen Namen wissen. Sergej, kannst du uns da helfen? Sicher, ihr Name ist Lea. Lea? Hübscher Name. Also dann, Lea, kannst losgehen? Wir müssen dich für das Bevorstehende in Form bringen. Du weißt schon, Bälle werfen und so. Wuhu! Und ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Mir nach! Bewege dich mit WASD und trinke nebenbei einen Schluck Cola. Drücke Escape, um das Pausenmenü zu öffnen und das Spiel zu speichern. Oh, das ist ein guter Hinweis. Speichern. Erstellt da nur... Ah, hier, Frachtschiff-Teleporter. Aha, okay. Credits 0. Wir sind sehr arm. Lösche Spielstand, Hilfe zurück, Kapitel 01. Ja. Zurück. Okay, so, okay. Sehr unauffällige Pfeile hier. Hm, wo muss ich nur lang? Und by the way, ich bin immer so jemand, der noch ein bisschen... Hey Mädel, trampel nicht einfach so auf meinem Zeug herum, okay? Diese Sprungmechanik feiere ich so hart. Guck dir das an, ey. Ich kann hier ganz hoch springen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwelche Secrets, aber ich... Oh mein Gott, man kann da rüberspringen. Kann ich hier irgendwie raufspringen? Ne. Ah, shit. Aber ich kann hier wieder hoch, ne? Aber hier ist auch nichts. Kann ich hier... Ich bin ja neugierig, ne? Oh, wow. Ja, aber hier ist auch nichts. Schade, schade, schade. Ich dachte, hier habe ich irgendwie so ein cooles Secret noch. Hätte sein können. So, Madame. Bist du soweit? Dann geh einfach durch die Tür. Okay, das mit der Cola ist eine schlechte Idee. Ich merke die Kohlensäure ein wenig. Die würde mich beim Sprechen ein wenig behindern. Ihr wollt wahrscheinlich keine rülpsenden Charaktere hören. Erreiche den Ausgang. Aha. Gut, legen wir los. Deine Aufgabe ist es, zur Tür am anderen Ende des Raumes zu kommen. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe aber in deiner Nähe, falls du mich brauchst. Falls du mich brauchst, okay? Die kommt aus dem Pott oder was? Naja, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. Naja, wir brauchen keine Tipps. Wir haben Pfeile. Ach ja, kümmere dich nicht um den Visor. Ich brauche den nur, um zu sehen, was du hier so treibst. Ja, deswegen verfolgst du mich auch die ganze Zeit, ne? Mach dir nichts raus. Wir werden es dir später erklären. Okay. Was ist das denn hier? Oha. Ah, I see. Oh, ah, aha. Das ist gut, aber hier geht's nicht weiter. Kann ich... Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt kann ich, was bringt mir das jetzt? Bin ich in dem Raum? Wait a second. Wenn jetzt nicht am ersten Rätsel schon scheitern. Ich bin jetzt hier. So, und ich muss jetzt irgendwie... Muss ich darüber irgendwie, ne? Verdammt, ich muss nochmal von hier starten, okay. Okay, ich glaube, das ist relativ straightforward. Ich sollte also... Ja, okay. Ups, ja, genau. Aber ich komme hier nicht hoch. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Nee.
Oh, wie geht denn das hier weiter? Ich will keinen Tipp, das ist gegen meine Ehre. Oh, oh, ah, aha. Ah, I see, sehr schön. Sehr schön, okay. Bam, 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 bam. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit, ja genau. Piu, piu, piu. Wow, die prallen ja sogar vom Wänden ab. Das ist ja Knorke, okay. Das sollte man wissen. So, kann ich jetzt hier so, so und dann so? Ja, kann ich. Was mir das bringt, weiß ich noch nicht. So, so. Jetzt bin ich schon an der Tür. Aber sie ist noch verschlossen, okay. Okay. Dann, hier aufmachen. Badaboom. Aha, okay. I see. So, zippeo. Achso, ich kann jetzt... Nee, kann ich nicht. Ah, warte mal. Verdammt. Okay. Yes. Ohne Hilfe, ja, Ladies and Gentlemen, ohne Hilfe. Weil ich einfach the brain bin. Ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Okay, ich rede nochmal mit ihr. Alles erledigt hier. Nicht schlecht fürs Erste. Fürs Erste? Kommt da noch mehr? Tatsächlich, wow. Okay. Auf zur nächsten Übung. Da warten schon ein paar Schalter sehnsüchtig auf dich. Alles klar. Okay, das ist irgendwie relativ... Ah, okay. Was sie? Scheint sehr echt ein... Scheint sehr echt ein Naturtalent in... Bälle... Carla, sie heißen VAPs, nicht Bälle. Ach komm schon, so nennt die doch heute keiner mehr. Traurig, aber wahr. Ja. Ja, sorry, bei ihrem Dialekt kam ich jetzt gerade so ein bisschen ins Stolpern. Jetzt muss ich aber gerade mal... Ja, genau, so. Dann müssen wir das so machen. Bäm, bäm. Bäm, 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 bäm. Wie mache ich das denn? Das Problem ist ja, dass die den Schalter nicht unter Dauerfeuer setzen kann. Was macht das hier? Nein, ich brauche keine Hilfe. Alles klar, dann weiter. Ja. Gehen wir lieber aus dem Weg hier. Ich glaube, ich... Nee, ich dachte, man könnte... Ah, ich kann hier lang. Ah. Haha, haha. Ha. Ja, genau, das. Ja, ja, hier, komm. So. Bada, 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 boom. Gefällt mir. Aus rein. Sind auch schon fertig hier. Ist nur ein kleiner Raum. Okay. Ich meine natürlich okay. Ha, endlich. Mein Lieblingsraum. Hier kannst du jetzt mal an den Robotermäusen so richtig die Sau rauslassen. Quasi eine Schießübung mit beweglichen Zielen. Viel Spaß! Alles klar. Besiege alle Robotermäuse? Okay. Warum ist dein Logo der Deutschen Bahn? Wow, 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 wow. Das war alles gewollt. Oh, da sind nur mehr. Ja, moin. Kann ich hier nicht zerschießen? Oh, warte mal. Nee. Kann ich mal was checken? Nee, okay, alles klar.
Ja, genau. Schnellfeuer wäre natürlich eine Variante. Ah, komm hier. Okay, jetzt bin ich nicht mehr auf deren Ebene. Schnellfeuer geht natürlich auch. So. Oh, wow. Warte mal da. Boah. Da kann keiner mal zeigen, dass ich mal League gespielt habe, weil so schlecht wie mein Aiming ist. Weiter geht's. Was können wir hier noch kaputt machen? Ah, da sind noch mehr Mäuschen. Ich baller schon sinnlos auf alles los, ey. Huch. Okay. Bam, so. Ha, dich habe ich hart und tabulos erledigt. So, ach so, da steht immer, wie viele Mäuse ich töten muss, ne? I see. Dass man die nicht one-shotten kann, ne? So. Okay, so, 4 Stück noch. Was ist denn hier los? Aha. Willkommen in der Nagerfestung. Seit Jahrhunderten unbezwungen. Da hat jemand eindeutig Spaß beim Aufbauen gehabt. Ja, sei ihr gegönnt. Na, ich dachte, da... Ja, genau. So. Sehr gut. Und dann machen wir noch hier. Ah, das ist schön. Das gefällt mir. Pew. Fürchte nur mit echten Gegnern. Werde ich später ein Aiming-Problem kriegen. Aber das sehen wir dann. Putz. Und immer noch ohne Hilfe. Hey, nicht so voreilig. Zuerst eine kleine Warnung. Hier kriegst du es jetzt mit echten Gegnern zu tun. Ich trinke nochmal gerade einen Schluck. Und mit echt meine ich, dass sie dich wirklich angreifen werden. Versteh mich nicht falsch, die Gegner hier sind Pillepalle, aber trotzdem. Falls du doch besiegt werden solltest, startest du hier wieder von vorn. Oh, das heißt, dass du nicht wirklich in Gefahr bist. Dann trete ihm mal ordentlich in den Hintern. Ein Moment noch. Lass mich das Dash-Modul aktivieren, bevor wir den Kampf starten. Dash aktiviert. Dash ist essentiell beim Kämpfen. Es hilft dir jederzeit, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Ausweichen, genau. Du hast ihn gehört. Geh hier rechts durch und verteil mal ein paar Arschtritte. Dieser richtig voll mit Herz und Seele dabei, Mensch. Drücke rechts, wenn du dich bewegst, mal ausweichen. Bis zu 3 Meter. Ah, okay. Wow. Okay, cool. Ich werde die einfach aus. Oh. So, wo ist der nächste? Kleiner Hinweis, bewusst sie mit aufklärenden Bällen, um den Angriff zu unterbrechen. Aha. Schön. Ich wollte ja ausweichen, aber Angriff ist besser als Schaden, sagte eine berühmte Persönlichkeit mal. So, zack. Oh. Hä? Was? Wie soll der... Verdammt. Oh. Mm.
das war... So. Das ist jetzt doch langsam ein bisschen anstrengend, ey. So. Uff. Ja, moin Echo und Chobby. Mensch, schön, dass ihr da seid. Was, Qualität aus dem Saarland? Das wüsste ich aber. Ja, das weckt Erinnerung. Hä? Jetzt habe ich den Dings nicht gelesen. Ja, sauber. Du hast nicht übertrieben, Sergej. Sie hat das Kämpfen wirklich drauf. Ja. Schön, dass ihr da seid, Mensch. Ich habe dieses Spiel empfohlen bekommen. Es ist wohl eine Art futuristisches Rollenspiel. Und bisher ist es sehr cool. Aber wir sind noch am Anfang. Und ich werde gerade in die Kampfkünste von unserer Hauptprotagonistin Lea eingeweiht. Sie kann nämlich Bälle verschießen. Hey, du Überflieger, atme mal für eine Sekunde durch. Lea kann übrigens nicht sprechen, da gibt's wohl technische Probleme. Ach, ihr kennt das Spiel sogar. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich meine, den Ersteller kenne ich schon. Aus der Ferne zumindest. Aber oh mein Gott, dass ihr den kennt und das überhaupt und so, ja. Hey, du Überflieger. Atme mal für eine Sekunde durch. Echt, Chobby? Du kennst Lachsen? Okay. Wird Zeit, deinem Waffenarsenal etwas mehr Schärfe zu geben. Durch Klingen. Sollte sie nicht so übertrieben sprechen. Auch wenn ich glaube, dass sie so richtig mit Leib und Seele dabei ist. Süße, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Sergej, bist du soweit? Ja, Virtual Proximity Impact bereit. Diese unerwarteten englischen Begriffe immer. Nahkampf aktiviert. Warum sagt er nicht einfach Nahkampf? Virtual Proximity Impact, okay. Gut, mit diesen Nahkampfangriffen, genannt VPI. Alter Nerd. Der Gesichtsausdruck von ihm, das ist ja geil. Kannst du schnell mehrere Ziele gleichzeitig aus dem Weg räumen? Nur die, die in deiner Nähe sind. Ist klar, oder? Messerscharfer Verstand. Dann hack hier für uns erstmal den Weg frei. Aha, okay. Ey, die schiebt mich nach vorne. Kann ich den noch aufladen? Ah, ich kann da... Ah. Achso, wenn ich so mache... Oh, ja. Ah, das ist so wie bei der anderen Tante. Ich kann aber immer noch die Bälle machen auch. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Sehr schön. Wunderbar. Wart noch mal eine Sekunde. Ich hoffe, der Sound ist so gegen. Gib mir mal bitte Rückmeldung, ob der Sound so in Ordnung ist. Weil für mich ist es relativ laut, aber das kann sein, dass es bei euch leise ankommt. Ja, ja, ich weiß. Jede Pause ist ein vergeudeter Schlag. Trotzdem solltest du wissen, dass deine Schläge genug Kraft haben, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Also kannst du deine Gegner verschwarten, ohne dass sie sich wehren können. Verschwarten, Leute. Habt ihr gehört? Wir verschwarten jetzt Gegner. Klingt dufte, was? Also, schnapp sie dir! Hier kommt die maximale Verschwartung. So, zack. Saubere Arbeit. Damit haben sie nicht gerechnet. Genau. Standard VPI basiert eigentlich nicht auf Boxen. Ja, ja, komm. Heul nicht rum. Ruhe auf den billigen Plätzen. Genau. Schwartenmagen, genau. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie war euer Tag? Eine boxende Gladiatorin? Bin leider ein bisschen vom Spiel eingenommen, deswegen kann ich nicht immer direkt auf den Chat eingehen. Guck mal, wie die Feiglinge dich schon mit 8 Mann umzingeln müssen.
Aber keine Panik, bleib in Bewegung und überrumpel sie. Jo, mach ich. Ah, da oben sind meine HP. Bin eigentlich mehr so ein Fernkampf-Dude, ehrlich gesagt. Bleib doch mal. So, zack. Okay, sehr elegant war das nicht. Du hast gerade dein Bett repariert. War deine Freundin zu Besuch, oder was? Und Ziellinie erreicht. Glückwunsch. Alter, warst du schnell. Echt jetzt? Als ob du die Grundlagen nie vergessen hättest. Ja. Oh Mann, du guckst immer noch so planlos aus der Wäsche. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir dir die Umstände erklären. Darauf kannst du einen lassen. Lass uns aber vorne noch ein Pläuschen bei dem Päuschen machen, okay? Oh, Chobby, das wusste ich gar nicht. Oder ich hab's verdrängt, sorry. Aber Glückwunsch euch beiden. Und ihr seid immer noch zusammen. Ich muss dem Captain noch Bericht erstatten. Er will Lea auch kennenlernen. Gute Idee. Lass Jet lieber nicht zu lange warten. Der Kapitän ist Jet, okay? Folgt mir! Na dann schauen wir uns das doch mal an. Für die Hüpf. Aha, ich bin hier noch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Secrets, aber ich glaube, hier gibt's keine Secrets. Oh, oder? Nee, schade. Dann mal rauf zur Brücke. Ach ja, macht ja keinen Kopf, wenn der Kapitän ein bisschen grummelig ist. Der ist immer so. Alter Brummbär.